Ja, ich hänge mal eine Zwischenstufe an, das ist der Teil 2a. Und zwar scheint es so, dass eigentlich bei genügender Kühlung alles I.O. ist. Also es geht wahrscheinlich nicht um ein einzelnes Teil, das überhitzt, sondern das gesamte System wird nicht genügend durchlüftet. Also wahrscheinlich muss man sich jetzt auf den Lüfter konzentrieren, der nicht original ist. Ich werde das überprüfen und im Moment habe ich jetzt ein Experiment am Laufen. Das Gerät ist gestartet wiederum mit diesen 3 Megahertz, und zwar genau 3 Megahertz, und gestartet und keine Modulation. Und jetzt werde ich das mit dem externen Ventilator halbstundenweise oder viertelstundenweise mal überprüfen. Im Moment Start und in einer Viertelstunde werde ich wieder eine kurze Sequenz aufzeichnen und dann nach vielleicht halbe Stunde und einer Stunde. Ein Zwischenschritt nach 15 Minuten. Natürlich gehört zu einem Analogskop auch eine analoge Uhr. 15 Minuten, sogar 17 Minuten. Und wir werden das noch nach 30 Minuten prüfen, aber es ist keine Veränderung abzusehen. Also es bestätigt sich, es ist ein Luftströmungs- oder ein Luftdurchsatzproblem. Ja, ich denke, wir können das Projekt oder den Versuch nun abbrechen. Es ist eine halbe Stunde. Auch nach einer halben Stunde ist das Signal stabil. Also es scheint tatsächlich ein Kühlproblem zu sein. Die Umgebungstemperatur hier mit dem Lüfter ist 20 Grad. Moment, hier genau 20 Grad. Wir haben hier 20 Grad Umgebungstemperatur oder Lüftertemperatur, muss ich sagen, also ein bisschen kühler als die Zimmertemperatur. Und das scheint dem Gerät wirklich gut zu tun. Es gibt da keine irgendwelche Modulationen auf dem Gerät und das ist gut so. So können wir die Version oder die Ursachenforschung 2a unterbrechen und jetzt geht es zu untersuchen, wie man den Luftstrom verbessern kann. Vermutlich ist der Ventilator, der auch nicht original ist, eben nicht genügend und ich werde jetzt auf die Suche gehen nach einem geeigneten Ventilator und den ersetzen. Das hier wäre der Original Tektronix 2465B Ventilator. Leider ist er in dieser Form nicht mehr erhältlich. Aber es gibt einen 1:1 Ersatz, den ich gefunden habe. Den Ventilator habe ich auf eBay gefunden, nachdem verschiedene Foren, also verschiedene Mitglieder des Tech-Forums auf diesen 1:1 Ersatz hingewiesen haben. Hier auch 12 Volt, 0,24 Ampere und der Durchsatz entspricht eben dem Original. Durchsatz, dem Original Lüfterdurchsatz. Und das, der ist bestellt und leider halt wie viele Sachen in Europa nicht erhältlich, sondern nur in China. Und das dauert. Ich werde mich melden, sobald ich dieses Ding habe. Das ist der aktuell verbaute Ventilator. Nicht schwer zu erkennen, dass da grob gebastelt wurde. Der passt hinten und vorne nicht. Und ob der genügend bringt, Luftdurchsatz, ist auch nicht ersichtlich. Also ich werde versuchen, diesen Venti zu ersetzen. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme, dass dieser Ventilator nicht genügend Luftdurchsatz bringt und somit dann das ganze System leicht erwärmt oder sogar überhitzt wird und dadurch dann diese Störungen entstehen, die man ja ganz gut durch gute Lüftung eliminieren konnte. Schönen Dank für diesen ersten Einblick ins Labor und in die Ursachensuche von einer kleinen Macke dieses 2465B. Schönen Dank und bis ein andermal.